In Öhringen gibt es einen Biomarkt, wie in jeder größeren Stadt auch, und doch ist dieser ein wenig anders. Denn hier gibt es drei junge Mitarbeiterinnen mit Mehrfachbehinderung, die vollständig ins Team integriert sind. Natürlich erfordert es etwas Geduld und es gibt dann auch mal spezielle Fragen, die eben die drei Damen nicht beantworten können. Das können sie sich nicht so speichern. Dann muss halt jemand geholt werden, aber das gibt es sonst auch mal. Für die drei jungen Frauen ist der Biomarkt ein Segen, denn aufgrund ihrer leichten geistigen und schweren körperlichen Behinderung war eine reguläre Berufsausbildung für sie nicht möglich. Jetzt sind sie voll integriert, verkaufen, sind im Kontakt mit den Kunden und fühlen sich anerkannt. Ich bin auch froh, dass ich die Arbeit hier habe, und weil ich habe nicht viele Möglichkeiten. Aber es ist echt schön, hier zu arbeiten. Schönes Arbeitsklima. Jeder kommt und hilft. Die Küche und die Backwarentheke wurden den Bedürfnissen der drei angepasst. Eine Mitarbeiterin des Marktes ist direkte Ansprechpartnerin für die jungen Frauen. Sie kümmert sich um die Organisation und die Arbeitspläne und hat ein Auge auf alles. Überhaupt versuchen wir alles, das, was man in sitzender Tätigkeit machen kann, denen zu übergeben. Zum Beispiel auch Parmesan reiben, weil das wird dann mit der Maschine gemacht. Abfüllen, Sachen auspacken, einpacken, Spülmaschine ausräumen. Auch wenn das nicht so gern gemacht wird. Aber es gehört dazu. Doch auch über den Biomarkt hinaus versuchen die Frauen, so selbstständig wie möglich zu leben. Ein sogenanntes persönliches Budget macht es möglich. Geld, das von den zuständigen Ämtern, wie zum Beispiel dem Sozialamt, den Betroffenen direkt ausgezahlt wird. Zusätzlich zu ihrem Lohn aus dem Biomarkt. Sie können einfach selber bestimmen, wer pflegt mich, wer hilft mir im Haushalt, wer begleitet mich in der Freizeit und wann passiert es. Die drei Damen haben eine kleine Firma und die Assistenzkräfte sind angestellt bei den drei Damen. Integration und Selbstbestimmung einmal anders. Ein Leben mitten in der Gesellschaft.